Ja, Bebo. Jetzt kommt unser Story von unser Treffen und unseren gemeinsamen treffenden Blicken. Einfach der Anfang von unseren gegenseitigen Entdeckung. Ich liebe dich. Ja. Yeah. Let's go. Das allererste Mal, als ich dich sah, das war in der Schule und ich kam nicht klar. Wegen dir, wegen deiner schönen Art, wegen mir saß du den ganzen Tag. Dann auf der Pause hat es Klick gemacht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und somit näherte ich mich zu dir und sprach meine ersten Worte. Du erzähltest mir deine Sorgen und das jeden Morgen. Doch ich habe in dieser Zeit meine Liebe zu dir verborgen. Ich habe mein Bestes gegeben, um für dich da zu sein. Aber leider wusste ich, dass ich nicht dein Typ bin. Du warst in einen anderen Jungen verliebt. Dieser Kerl hieß Adrian. Und währenddessen führten deine Augen mich ins Ozean. Komm, Baby, erkläre mir, was ich da tun sollte. Ich konnte nichts tun, ich war verbunden. Doch dann habe ich herausgefunden, dass dich dieser Kerl eh nur ausnutzt. Tag zu Tag merke ich, dass du mich auch liebst und mir die Hand im Bus gibst. Fuck, sagte ich mir im Kopf, weil ich mit dieser Hexe Astrid zusammen bin. Und langsam musste ich mir Ausreden denken, um die Teufelsbeziehung zu beenden. Wir hatten oft einen Streit in dieser Zeit, weil mir die Freiheit dieser Hexe beneidet. Langsam kam die Zeit, wo ich mich tief entschlossen hatte, um dieser Teufelsbeziehung mit dieser Ratte ein Ende bereite. 19.12.2012 näherte sich wie ein Komet auf mich zu, weil meine Zukunft war es nur noch du. Und auf dieser Datum angekommen sind unsere Gefühle herausgekommen. Dieser Tag verging wunderschön und wir zählten die nächsten Tage, dass wir nur beste Freunde seien. Die Weihnachtsferien waren voll mit Gedanken und Liebe zugesperrt. Und dann kam dieser Tag, wo wir uns zum ersten Mal trafen, wo wir uns gegenseitig zerrten. Die Fotos, die Gefühle, das Treffen, all das war eine neue Welt für mich, weil du eine neue Zutat für mein Leben bist. Und eines Tages holte ich dich zum Vier-Augen-Gespräch und fragte dich, Baby, willst du mit mir zusammen sein? Das Ende der Weihnachtsferien führte auch zum Beginn der Schmerzen, denn da war das Schöne für mich vorbei, weil ich fühlte mich da wie ein Lakai. Wir hatten Islamkurs, alles super, alles cool, doch plötzlich warst du nicht mehr da und ich machte mich auf die Suche nach meinem Schatz. Die Tür aufgemacht, klack, Sprung und ich seh dich am Gang mit dem Jungen herummachen und dann kam dieser Schattenstich direkt in meinem Herz. Bruder, dieser Missgeburt begleitet dich bei der Heimfahrt, während ich zu Hause hocke und mir neue Ideen für unsere Beziehung ausbrocke. Nachdem ich es erfuhr, erlitt ich diesen Schock und dann läutet in meinem Herzen die Totenglock. Was Ende jener versprachst du mir eine Beziehung ohne Ärger. Wieso das, wenn du es eh nicht einhalten kannst? Ich machte meine Augen auf und sehe nur noch den Verlauf, wo du Burak auf deine Seite nahmst und mich alleine lässt mit der Angst, dass du mich verlässt. Ich musste meine Eltern anlügen, damit ich sie unterkriege, um dich weiterhin wie eine Prinzessin zu behandeln. Vom Krankenhaus entlassen hätte ich in die Schule, um dir zu zeigen, dass es mir gut geht, meinen Gefühlen. Allah sei Dank, überlebte ich auch diese Zeit und dann kam dieser Streit mit deinem Vater. Erst kam der Verbot, mich zu sehen und dann das Ignorieren des eigenen Perspektivs. Dann sagtest du am Handy, du hast alles von mir, ich habe nichts von dir. Obwohl ich dir am halben Jahrestag alles gab, von kleinen süßen Briefen bis zu einem Teddy, beglückte ich dein Leben und du tust mir das an, hab ich das wirklich verdient nach all dem, was ich dir gegeben habe. Ich futschte in deiner Vergangenheit herum und das, weil ich die Eifersucht und das Neugier besaß. Aber du siehst, es war nicht umsonst, weil ich einer deiner Exen niedertrat. Nerko ist dieser Bitch, der behandelte dich wie eine Hure, doch ich machte Rache und bereitete ein Ende diesem Quatsch. Die ersten Tage, wo du schon im Urlaub warst, machte ich den Verlauf im Facebook auf mit dem Eduard. Ich sah, wie ihr den ganzen Tag gechattet habt, weil ihr euch ja so lieb schlappt. Und das tatest du mir an, weil ich nicht on war und dir Fahrt war? Was ist das für eine Logik? Aber zum Glück kam ich klar mit dieser Problematik. Die 2 Wochen vergingen mit Angst und Sorgen. Und das am schlimmsten in der Nacht und am Morgen. Denn da schlief ich mit den Gedanken ein und wachte mit denen wieder auf. Ich wartete täglich auf deine Rückkehr mit den Hoffnungen, dass du zurückgesund in meine Arme kommst. Ich hab dich angeschrien, warum du mir das angetan hast und du versprachst mir erneut, dass das nie wieder geschehen wird. Jetzt bin ich an der Reihe wegzufahren und zwar nach Mazedonien und du fährst dann sowieso nach Bosnien. Ich schrieb mit dir fast jede Nacht durch, weil es sonst unmöglich für mich wäre. Die meisten Tage verbrachte ich dann mit den Gedanken über eine Überraschung für mein Baby. Zurück in Wien mache ich dein Facebook auf und ich sehe, wie du mit dem nächsten Arschloch schreibst. Ich meine, ich hatte eine behinderte Fahrt hinter mir und dann kommt noch ein Chat, was mir noch mehr wehtut. Ich hatte dich gewarnt, bitte halte dich fern von dieser Ismir. Nächster Tag, ich freue mich, dass mein Baby wegkommt
und ich schaue in ihr Facebook, ob sie ihr Versprechen wirklich hält. Und was passiert dann? Ich sehe Fotos, wie du ihn umarmst. Das zerstört mein Herz, so wie Hurricane die Stadt. Ich bin fast am Durchdrehen, bald ist es am Ende mein Androsin. Ich rufe dich an, frage dich aus und du tust so, als wäre nix. Doch ich war so barmherzig und machte deinen Dienstag unvergesslich. Das war selbstverständlich, weil du und ich sind unzertrennlich. Jetzt gebe ich dieser Story ein Ende, weil das hat keine Rückstände. Und ich mach umsonst diese Umstände. Baby, du bist mein Leben und ich spüre gerade in deinem Herz dieses Erdbeben. Mit dieser Story wollte ich dir klar machen, dass ich dich niemals aufgeben werde. Ich liebe dich so sehr und ich habe immer noch nach dir diesen Verzehr. Du bist mein Engel auf dieser Erde und das sage ich nicht aus Atembeschwerden, sondern aus der Einsicht, dass du die ewige und die richtige Frau für mich bist. Ich bin so froh, dass du mein Mädchen bist und ich sage dir aus ganzem Herzen, ich liebe dich, Baby.